Wir sind auf Madeira, es ist wunderschön hier. Anni ist leider noch nicht da. Und ich sitze jetzt hier schon in diesem exklusiven Restaurant seit Stunden. Sitze ich jetzt hier schon und sie kommt einfach nicht. Sie kommt Hallo, hi. Ach, hi. Sorry, mein Bus kam zu spät. Anni, hi, Anni. Hi, Sebastian. Anni sagen, Sebastian, kann ich dich Sepp nennen? Wenn ich dich Arnold nennen darf? Ja, das ist ein Grund für mich. Sehr schön, sehr schön. Ey, schön, dass du hier bist. Schön, dass du es gefunden hast. Danke, dass du dich eingeladen hast. Ein sehr schönes Restaurant hier. Es ist sehr exquisit hier mit dem das Restaurant. Ja, hier, das ist alles? Ja, ich bin so ein bisschen into Real Estate und sowas, Immobilien und so. Cool. Schönes Auflast du an. Dankeschön. Das habe ich meiner Mom geklaut. Ist das ein Muttermal? Ja. Schön. Willst du es von Namen sehen? Später dann okay, vielleicht, okay, ja. Okay. Kein Problem, schön. Kein Problem. Hallo. Hallo. Ja. Gerne. Wasser würde ich nehmen, ja. Das ist ein bisschen ungünstig hier mit den Tischen. Haben Sie getrunken? Sie riechen extrem nach Alkohol. Haben Sie eine Weinkarte? Nee, wir haben einen Weißwein. Den würde ich probieren. Dann würden wir den nehmen, glaube ich, ja. Den würde ich probieren, ja. Dann würden wir den, glaube ich, nehmen. Dann würden wir den, glaube ich, nehmen. Kann ich auch probieren? Was? Hallo? Was ist denn das? Was ist denn das? Wieso kann ich nicht die Flasche haben? Ja, was soll ich dir sagen? Du, was machst du beruflich? Das sieht einfach aus wie Pisse. Ja, schön. Was ist das? Das riecht nach Pisse. Auf uns. Chin chin. Dankeschön. Genau, wir hatten einmal das Drei-Gänge-Menü, ja. Danke. Wann kommt das? Ja. Nee, aber du wirst ja, also was heißt, hast du irgendwas gelernt oder so? Oder? Ich habe ein paar Studiengänge abgebrochen. Mhm. Ansonsten versuche ich mich gerade mit Twitch durchzuschlagen. Das funktioniert ganz gut. Ja, okay. Und du streamst dann, oder wie? Ja, genau. Ich stream dann auf Twitch und ja. Mach dann noch cool. Videos auf YouTube. Bibi war Bubi, cool. Oder? Ja. Oder nicht? Sagt man so bei uns in Köln. Wie sagt man? Bibi war Bubi. Sag mal so. Pipi-Pupu, mein Freund. Pipi-Pupu. Ja, genau. Nee, cool. Twitch ist mega interessant tatsächlich. Wir haben da auch so eine Gruppe, die nennt sich Bibi-Babubi und wir streamen zusammen. In der Küche ist gerade was umgefallen. Das ist kein Problem. Dankeschön. Das sieht aber gut aus, Bibi-Babubi da vorne, danke. Ne? Sieht sehr gut aus. Ja, cool. Ey, freut mich mega, du. Es ist echt ein bisschen frisch hier draußen, oder? Bibi-Babubi, das ist... Okay. Ja. Man schmeckt den Wein so tatsächlich noch mal ein bisschen intensiver. Ja, okay. Mhm. Da denke ich, lad da mal ein Bibi-Babubi, wenn du das machst. Kein Problem. Ne? Ja. Minecraft, sagt ihr das? Magst du Minecraft-Krieg machen? Aber in Real Life Bibi-Babubi, also bei Minecraft geht es dann quasi halt dann darum, dass das man... Das ist ein Videospiel? Genau, es ist ein Videogame, cool. Genau. Worum geht's in diesem Videospiel? Wie bitte? Worum geht's in diesem Videospiel? Ach so, ja, es ist ein Survival-Game halt, ne, tatsächlich, genau. Ja. Hast du gerade einen Schlaganfall? Ach so, nee. Lächel mich mal an. Ja, okay. Das war mein bester Tanz tatsächlich, ja. Hast du nur den Tanz drauf oder noch ein paar andere? Ich kann da auch noch ein paar andere Sachen tanzen mit dir. Ne? Zeig mir das gerne. Ja? Kannst du das beibringen? Ach so, ich kann dir... Warum leckst du dein Glas ab? So weird, oder? Sollen wir mal vielleicht mal ein bisschen hier... Wir können ja mal ein Stück weit... Die Kamera kann ein klein bisschen mitkommen. Können wir mal ein bisschen flanieren, oder? Dann fühle ich können dich mal das? Aus, oder? Ja. Ein bisschen, nicht wahr? Jetzt aufstehen? Ja, nur so ein bisschen. Wir können ja mal hier die Aussicht genießen, oder? Also ja. Vielleicht dann. Boah, ja, wenn das sein muss. Okay. Schau mal, hier vorne hat sogar ein kleines Wild. Ja, super, toll. Puh, hat der Hund hier reingeschaut. Schön. Ja, ist also wie gesagt eine sehr schöne Location hier, oder? Ja. Ja? Ist hier kalt? Es geht. Ich könnte dich auch ein bisschen wärmen, wenn du halt willst, ne? Nein, mir ist warm. Mir ist sehr warm, ja, tatsächlich. Okay. Ja, okay. Gut. Okay. Krass. Gut. Anissa, kannst du vielleicht mal aufstehen? Ah, nicht so wirklich. Ich weiß nee, nicht. Ist alles gut. Ja. Ne? Toll. Das hat uns gerade noch gefehlt. Das so. Ist großartig. Im Endeffekt. Möchtest du dich setzen? Nö, ich habe mein Stehziel für heute noch nicht erreicht. Ach so, ja klar, nee, passt. Ich trainiere ein bisschen, deswegen. Was suchst du denn generell? Ich meine, wir haben jetzt hier ein Date quasi, wir haben uns ja irgendwie gefunden, ne? Ja. Und erzähl weiter, ich höre dir zu. Was suchst du gerade so? Mein Stuhl, tatsächlich. Ach so,
Ja. Ja, sorry, dass ich gerade deinen Stuhl so verschoben habe. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit, wann ich das zu dir sagen würde, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Ich bin tatsächlich nicht sehr alt, aber vielleicht habe ich ja irgendeine Krankheit, die dann dafür sorgen könnte, dass ich... Also reich bin ich auf jeden Fall. Ich habe auch einen Instagram-Account mit 2 Millionen Followern. Ja. Mal kurz zeigen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Bin halt ich, ne? Seit 91 Jahren bist du schon eine Legende, Oma. Oh mein Gott, wie peinlich. So unlustig. Legende? Swipe bloß nicht nach rechts. Ach du Scheiße. Das findest du witzig? Das ist halt, das sind halt meine Überschriften, ne? Also ist das Absicht, dass du da eher was Unwitziges reinschreibst? Ist das irgendwie so ein Insider in der Community oder... Hm? Anhand deines Feeds würde ich dir jetzt unaufgefordert ein Bild von meinem Genital zukommen lassen. Sorry, wenn das gerade ein Witz sein sollte. Ich glaube, ich verstehe es vielleicht einfach nicht so. Keine Ahnung. Ist okay, ja. War das jetzt ein Witz oder wie war das jetzt irgendwie gemeint? Das war ein Witz, genau, ja. Ah, okay. Verstehe. Cool. Okay. Ja, und sonst so? Ja, nee, also ja, das, im Endeffekt, Ja. Finde ich, auch, also ist auch schön. Ja. Wir können ja mal hier an diesem, wunderschönen, auf dieser Wiese. Ja. Ja. Das ist cool, ne? Super cool. Wir zwei hier, ey, auf Madeira. Mensch, du hier. Recht weit links in Europa. Und du ja auch, ne? Ja, das ist... Ja, okay, stopp. Okay, pass auf. Ja. Diese Extensions haben mehr gekostet, als dieses Haus pro Woche in der Miete kostet. Das weißt du gar nicht, was das Haus in der Miete kostet. Es kostet das mehr. Ich hab's mehr. Gekauft, meine Extensions... Fass sie nicht an. Sie sind sehr empfindlich auf Fett und auf Söhne. Also bitte bleib weg. Sonst lösen die sich. Danke. Ja. Ich würde dann einfach hier vorne ein bisschen Fußball spielen. Ja, ist kein gehen. Ding. Ich setz mich mal wieder hier hin. Ja. Ist das ein Jero-Cosplay? Ja, nee, schön. Und was verdienst du im Jahr? Ich habe keine Ahnung, da ich all mein Geld für Kosmetik und Handyhüllen ausgebe, deswegen weiß ich nicht. So gefurzt oder warum gehst du jetzt weg? Ich find's hier einfach schön. Soll ich dazukommen? Musst du nicht. Okay. Aber kannst du, wenn du möchtest. Nee, ich sitze ja hier auch gerade ganz gut, sag ich mal. Ich find's auch. Ja. Es ist so viel weicher, auch hier zu stehen. Mhm. Dann stelle ich mich am besten ja auch dahin. Ach, das ist, ja meine also man so, ich merke ja mal direkt, wie das den Rücken entlastet. Ja, es wird nicht besser hier, ne? Merkst du es? Ja. Aha, ja. Okay. Ja, sollen wir wieder rübergehen oder wie? Ja. Ich hoffe einfach, dass das Essen gleich kommt! Ne, dass das Essen gleich kommt. Ich habe wirklich kranken Hunger. Der Kellner hat hier alles verschüttet. Hier ist alles... Das ist ja ekelhaft. Hä? Ich glaube, das Glas hat ein Loch von unten. Ich glaube, das Glas hat ein Loch von unten! Ne? Na dann komm mal her. Wie alt bist du? Alisa, wie alt du bist? 23 und du? Ich bin 22. 22? Ja. Schön. Ja. Erwachsen bin ich! Sehr erwachsen für dein Alter. Ja. Ja, ich hoffe, unser Essen... Oder das Essen kommt gleich auch! Ja. Ne? Das ist ja... Was sagt das Essen in der Küche? Das dauert jetzt schon was länger eigentlich, ne? Ah. Reise nach Jerusalem. Wer spielt mit? Auf geht's. Wenn die Musik stoppt, müsst ihr euch hinsetzen. Ich nur. Achtung. Und die Musik hat aufgehört. Ich sitze auf meinem Stuhl. Anissa auch. Ich auch. Noch eine Runde Reise nach Jerusalem. Ist da noch frei? Nein. Bitte, oh mein Gott, du bist wirklich sehr viel schwerer, als du aussiehst. Danke, das sind alles... Ich habe verloren, der Kellner hat gewonnen. Kellner hat gewonnen. Ja, interessant. Schön. Ich würde hier gerne noch... Ich finde, das ist auch ein sehr besonderer... Eine Rede! Eine Rede würde ich gerne kurz halten, eine Rede! Ja? Ich bräuchte ein neues Glas, Herr Kellner. Ein neues Glas bräuchte ich vom Kellner vielleicht, ja. Ich finde, da kann man noch draus trinken. Ja? Ja. Ja, von hier oben, ne? Ja, da will ich noch draus trinken. Das sticht mir genau ins Auge. Unglaublich peinlich ist mir das! Das ist, weil ich bin sehr aufgeregt, Anissa, aufgeregt bin ich. Ja? Was sind denn so Gedanken, die durch den Kopf gehen? Die werden immer kleiner, dafür werde ich immer besoffener. Besoffener werde ich nämlich! Ja. So, möchtest du dich vielleicht wieder... willst du dich vielleicht wieder umdrehen? Sorry? Bitte? Sorry? Ob du dich wieder umdrehen möchtest? Ich schaue mir gerade noch so ein bisschen diese Wand an. Mhm. Findest du, das ist eher Eierschale oder eher cremefarben? Ich komme mal rüber zu dir, Reeft. Ich finde, das ist... Wie hast du mich gerade genannt? Ich muss die Augen zumachen. Ja, na klar. Ja, ich weiß es nicht, du. Was würdest du sagen?
Für mich ist es eindeutig Eierschale. Skiff. Alles klar. Ey, Reefed, Mann, wirklich. Wir zwei, ne? Dass wir mein verfickter Name ist nicht Reefed. Brrrr. Ich merke, da ist eine Connection zwischen uns beiden, Reefed. Wirklich, da ist eine Connection. Da ist eine Connection irgendwie, ist da. Wenn man meine mehr von Mutter hat damals zu meiner Geburt sehr lange überlegt und hat mich Anissa genannt und hat sich immer den Spitznamen Annie entwickelt. Also wenn du mich so nennen würdest, ja, Reefed. Sepp, wäre das fantastisch. Skra. Reefed. So. Flex. Entschuldigung. Wir hätten noch kurz aus hygienischen Gründen kurz eine Fieberabmessung. Ja. Idiot. Da kam Idiot raus scheinbar. 34,7. Okay. Das ist Reefed, ich glaube, da bist du mit fast tot. Das ist unterkühlt tatsächlich. Soll ich dich ein bisschen wärmen, Reefed? Eher sterbe ich. Bubu. Ich mache gerne was mit Musik und sowas. Genau. Ich mache sehr gerne Sachen in die Richtung Sport. Zocken finde ich extrem geil. Würdest du nicht sagen, dass Zocken Zeitverschwendung ist? Ich habe da mal einen Beitrag bei Galileo gesehen. Warum das denn? Würde ich überhaupt nicht sagen, nee. Ist das dein Bett oder das vom Hund? Wie bitte? Ist das dein Bett oder das vom Hund? Nee, wir hängen hier öfters zusammen rum. Warum sitzt du da bei deinem Hund? Ich fühle mich also unbegehrt als Frau. Ich sitze hier mit meinem Weinglas, ja, meinen Brüsten, ja, hier an diesem Tisch. Du bist auch sehr... Und du sitzt dann da mit deinem Nein, Hund. Also, willst du heute Nacht mit deinem Hund f***en, dann sagst, dann geh. Nein, du bist sehr willst geil. Willst du heute Nacht mit deinem Hund f***en, dann sagst, dann geh. Nein, du bist sehr geil. Ich würde gerne mit dir f***en. Ich kotze, du Perversling. Oh mein Gott. Okay, wir haben nicht mal den Hauptgang bekommen. Du redest schon davon, mich zu... Ja, man kann es dann wohl nicht recht machen. Ich fühle mich belästigt. Essen kommt jetzt auch jeden Moment dann. Vielleicht kann ich der Kerl das ja servieren und mir sagen, dass ich hier raus kann. Hey, mach ganz ruhig, ja, Brauner. Moin. Ach ja, stimmt, ich sitze hier im Hundebett und der Lieferant kommt gerade. Ach schön, das ist gar nicht unser Essen. Das ist das Essen für die anderen Gäste. Kann ich hier raus, oder? Ja, danke. Können wir den Stream kurz muten? Meinst du schon ernst? Was? Also, dass sie an mir ankommt, mit Jani nicht witzig. Ich glaube, dass sie ankommt. Achso, ich dachte, wir spielen das so als Rolle halt. Nee, ist euch okay. Das gar nicht witzig. Ich fühle mich wirklich unwohl. Sollen wir abbrechen oder was? Wir haben uns aber lassen können, dass diese Scheiße, Alter. Wir gehen, actually. Ja? Wollen wir noch aufs Essen warten? So, ich dachte, ich komme hin und das würde mir ein witziger Stream sein. Mann, jetzt seid doch mal professionell. Guck mal, wie lange wir uns schon kennen. What the f***? Das ist halt Entertainment. Revi, wir sind Freunde, ich hab's schon eine Million Mal gesagt. Ich stream nicht mehr mit dir, weil du einfach nicht meine Grenzen respektierst und jetzt passiert's einfach schon wieder. Sorry. Ich glaub's, was die Leute denken. Hä, ist halt ein funny Format, so entspann dich doch mal. Die Marke Annie the Duck hat immer für High Quality Content gestanden. Ja, ja. Ja, sollen wir abbrechen? Ja. Okay. Hier kommt die zweite Olympiade. Toll, da habe ich mich drauf gefreut mit dem ganzen Abend. Das ist Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. 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 Schnick, Schnack. Ich reich mir. Da habe ich keinen Bock drauf. Muss ich kurz abreagieren. Sie ist jetzt gegangen. Scheiße, Alter, das kann ich sein fucking Ernst. Sie ist jetzt einfach... Anni ist jetzt gerade einfach gegangen. Schnick. Schnack, Schnuck! Schnick, Schnack, Schnuck! Oh! Okay. 3, 2, 1. Schnick, Schnack, Schnuck! Schnick, Schnack, Schnuck! Schnick, Schnack, Schnuck! Also, wir machen unser Restaurant gerade auf die Webseite neu. Wir würden gerne, weil ihr seid so ein schönes Paar, wir würden gerne so ein Foto schießen. Ja. Wenn man so auf die Form, so auf die Webseite klickt, sieht man dann so ein Foto. Dafür brauchen wir so ein Bild. Okay. Okay, wer das Restaurant das will. Haben wir das Foto gemacht? Soll ich durchziehen? Ich zieh's durch, okay? Bitte. Oh. Du rasierst dich auch mit Gillette, oder?